So, liebe Leute, ich mache keine Witze. Wir sind bei Part 124. Wir werden jetzt erstmal nach Hogsmeade gehen. Ja, ich weiß nicht, warum ich so rede. Ich entschuldige mich. Wir werden ein paar Sachen verkaufen, dann machen wir die Nebenquest und dann irgendwann sollte ich auch mal nochmal in den Raum der Wünsche die Sachen ernten. Neue Sachen holen und dann bin ich bereit für den Endgegner, weil im Moment bin ich nicht bereit. Und ich kann endlich Alohomora Stufe 3. Alohomora. Und da fällt mir auf, ich habe mal wieder Bock Skyrim zu spielen, immer wenn ich dieses Spiel, dieses Schlüsselspiel hier sehe. Denke ich mir, Skyrim ist gar nicht so scheiße. Revelio. Für so einen Kackmantel bin ich jetzt hier eingebrochen. Oh wow, Truhe. Yay, 62 Knuts. Schwarze Lederhandschuhe habe ich ja auch noch nicht. Und eine Standuhr. Yay. Wee, wee, wee. Applaus. Applaus dafür. So, das mit der Motte weiß ich immer noch nicht. Ja, da ist noch eine Schatztruhe. Komm, dann machen wir das doch jetzt auch. Alohomora. Aus Prinzip, wir wollen da ja auch 100% haben, ne? Wie gesagt, ich glaube, der Endkampf wird halt nicht leichter dadurch, dass wir andere Sachen machen, aber ich muss ja noch alle meine Vorräte aufstocken. Und sobald es soweit ist. Geil, ein Regal mit Totenkopf und Kerzen. Das brauche ich doch im echten Leben. Was habe ich hier so langweilige Regale ohne Totenköpfe und Kerzen? Okay, ich habe Angst vor Feuer. Ich möchte gar keine Kerzen anhaben. Totenkopfregal wäre natürlich richtig cool, aber so krass interessiert an Einrichtungen bin ich dann auch nicht, dass ich das nehme, was halt so rumsteht. Ich selbst bin ihm nie. Ich habe mir noch nie Möbel gekauft. Ich habe einfach immer Möbel genommen, die einfach existierten. So, gehen wir doch mal zu diesem Laden. Also ich habe einfach immer, wenn ich irgendwie... Ja, so richtig ausgezogen bin ich ja nie, aber wenn, dann hätte ich Möbel von zu Hause mitgenommen. Im Endeffekt, ganz ehrlich, gar keinen Bock, selber alles einzurichten. Viel zu teuer. Deswegen einfach chillig. Das nehmen, wie es eingerichtet ist, ist ja egal. Solange man ein Zimmer hat, was man so einrichten kann, wie man will, mit dem Zeug, was man halt hat, ohne dass man so Danke neue Sachen für kaufen das muss, bin ich zufrieden. Kann Madame Lawang. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Ja, bitte, wie oft willst du dich noch bedanken? Das ist doch jetzt schon bestimmt 30 Stunden her oder so. War ja so ziemlich am Anfang des... Ja, okay, nur Offensive. Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwas bringt, bei Offensive ein bisschen besser zu sein. So, jetzt kaufen wir uns. Wie ich höre, eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Ist ja perfekt. Mega-Power-Tränke kaufe ich mir lieber nicht, weil die brauche ich ja gerade. Komm, dann geht's einfach schneller. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ah, perfekt, ja. Danke. So, jetzt sind wir doch eigentlich... ja... noch nicht so wirklich gut gerüstet. Ich vermute, Sie sind die Person, die sich in eine ziemlich persönliche Angelegenheit eingemischt hat. Ah, die Statuen. Die Demigeist-Statuen und die darin enthaltenen Monde wurden aus gutem Grund an ihren Plätzen aufgestellt. Sie sollten sich nicht in die persönlichen Angelegenheiten... Ja, ist mir auch egal. So, wir gehen jetzt einmal zum Raum der Wünsche, wegen unseren Pflanzen. Ah ja, und das mit den Tieren wollte ich auch noch machen und das identifizieren. Und dann machen wir erstmal diese eine Nebenquest. Er weiß etwas über diese Demigeist-Monde. Offenbar ist er in Hogsmeade. Ich sollte ihm einen Besuch abstatten.
Ah. Viel Trank für Blumen. Donnergebräu brauche ich auch noch für die normalen Kämpfe. Ah, cool, hier kann ich auch noch eins einsammeln. Dann hier lang und dann zu den Kröten. Ach nee, die Dauer brauchen alle noch. Dann komme ich da gleich nochmal. Dann gehe ich jetzt zu den Kröten. Nee, in der Küste sind die nicht. Die sind in diesem Nachtzeug. Hier sind die Kröten. Ja, ich habe ein Weibchen. Ich hoffe, ich habe ein Männchen gefangen. Ja, perfekt. So, dann können die jetzt gleich erstmal schön Sex haben, um ein neues Ding zu kriegen. Ein neues Kind, meine ich. Okay, wie sieht das aus, wenn Kröten? Aha, so Eier, okay. Hey, was soll ich jetzt hier machen? Interagieren oder was? Ja, sammeln. Das Gute ist, fressen tun die ja durch diese Fressmaschinen eigentlich ziemlich alleine. Damit ich das sammeln kann. Das habe ich jetzt auch schon gesammelt. Die Kröte auch wahrscheinlich. Ja, komm, jetzt hauen wir hier wieder ab. Haben wir uns ein bisschen drum gekümmert. Ist doch auch mal gut. Ich denke mal, die Minute ist jetzt rum. Das heißt, ich kann einmal noch mal hier gucken. Kommen die Sekunden, die alle raune und das sammle ich gleich ein. Ja. Komm, keine Ahnung. Ich habe zwar Dünger, werde das aber nirgendwo hin tun. Warte jetzt hier einfach, ist mir egal. Kommen die 11 Sekunden, kann ich noch warten für eine Schrumpelfeige. Jetzt geht's weiter. Ich brauche das hier. Nicht Webstuhl. Vor allem, was brauche ich jetzt noch? Ich brauche auf jeden Fall hiervon noch welche. Und Maxima-Trank habe ich jetzt, glaube ich, genug, aber mache ich noch einen. Ich glaube, einen brauche ich noch. So, jetzt wollte ich eigentlich zu diesem Identifizierungsding. Oh, jo, das könnte was bringen. Weiß ich nicht, nehme ich jetzt mal. Ist, glaube ich, ganz gut. Bisschen Offensive kann vielleicht nicht schaden. Revelio.
Ach nein, jetzt ist maximal Dings voll, dann brauche ich das auch nicht mehr. Dann brauche ich den maximal auch nicht mehr. Egal, wir gehen jetzt erstmal. Was brauche ich noch? Den blauen Fokus und Donner. Und das. Gut, jetzt machen wir erstmal wieder flüchtige Begegnung. Was ist denn? Ach, da ist der Mann hinter dem Mond. Wo ist flüchtige Begegnung? Da. Okay. Dann werden wir doch mal hier schnell hinreisen, um zu gucken, was da los ist. Nicht sterben, bitte. Ach Mann, gestorben. Wie kann das denn sein? Okay, man kann da echt nur das Spiel laden. Ich möchte das bitte auswählen. Danke. Nicht, dass ich da außersehen irgendeinen Zaubertrank benutze. Auf den ich gar keine Lust habe. Nee, nicht so. Okay, nur ein bisschen gestorben. Revelio. Oh fuck. Ich möchte halt keinen. X benutzen, weil das brauche ich noch für später. Ja, okay. Die geht ja schon demnächst. Kann ich mir nochmal neu besorgen für die Quest. Ich bin eh noch nicht bereit mit dem Vorbereiten. Ja, okay, dann benutze ich halt X. Okay. Revelio. Mist, jetzt brauche ich noch einen Mega-Power-Trank, weil das natürlich nicht gereicht hat. Oh nein, die kommen doch jetzt hier raus, oder? Aber ich sehe sie nicht, ist mir jetzt auch egal. Gehen wir noch hier lang. Ah ja, hier geht's also lang. War ich also komplett falsch. Ah, richtig, komplett falsch. Die Höhle muss irgendwo in diesem Labyrinth sein. Was hier wohl noch drin ist? Will ich gar nicht wissen. Incendio. Okay.
Ja, okay, das war schon scheiße. Incendio. Hey, wo hänge ich denn jetzt fest? Okay. Bitte das hier einsammeln. Oh Mann, ich brauche auf jeden Fall nachher neue Mega-Power-Tränke. Hier ist die Höhle. Mhm. Oh Mann. Jetzt doch in diese Richtung. Ist ja gefühlt jetzt eine komplett andere Richtung. Und diese Minispinnen sind mir jetzt egal. Jetzt folgen die mir wieder komplett. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Hier ist das die Akromantula-Höhle, die Mr. Adley erwähnte? Incendio! Ich denke schon. Ist ja auch nur eine gruselige Quest. Boah, ich hasse die seit dem zweiten Teil. Ah, das ist also der Flüchtige. Okay, ich muss danach alles nochmal neu machen. Ey, wie viel Mega-Power-Tränke brauche ich denn dann noch? Rebellio. Jetzt bin ich tot, oder was? Ja, okay, dann hole ich mir nachher neue Mega-Power-Tränke. Ist mir jetzt auch egal. Werden die jetzt hier verballert?
Ja, sorry, ich kann jetzt gerade nicht. Das ist also der Flüchtige. Oh Manu, was ist, warum bin ich so scheiße? Why I'm so stupid? Das ist also der Flüchtige. Scheiß Ding. Hauptsache, ich schaff das hier irgendwie. Ist gerade meine Devise. Wisst ihr was? Meine Devise ist jetzt scheiß drauf. Ich mach das morgen. Ja, sorry für den kurzen Part. Bis dann. Ciao.